So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu dem neuen Aufnahmeründchen. Was heißt Aufnahmeründchen? Ist immer noch dasselbe. Bloß mit noch mehr Haufen in der Hose. Und ich hoffe inständig, dass das Feder tot bleibt. Ich hoffe auch inständig, dass alles, was hier drin ist, tot bleibt. So. Wir müssen unbedingt noch zu dem Tresor unten, ne? Das ist... Warte mal. Alles klar. Yin und Yang. Irgend so ein komischer Skorpionpuller. Und eine Vase, die irgendwie... Was willst du? So. Dit. Der. Ach, ist ein Hummer, oder was? Gibt's jetzt wer, ne? Ach ja. Sehr schön. Dame Nummer 2. So wie es aussieht, bleibt das Vieh tot. Das ist grandios. Grandios. Ein Riesenspaß für Glos. Ja, genau. Für Glos und Klein. Genau. Glos und Klein. So nennt man das hier. Du bist aber heute Glos. Ganz schön gloser Junge. Nein, ich bin Klein. Was sind das für nervische Geräusche, Leute? Jetzt haben wir hier eine Blendgranate noch. Bei der wir nicht zögern werden, sie einzusetzen. So, das müsste alles gewesen sein, ne? PC, was ist das? Kombinationsschloss. Wo war das Safe-Gedönse? Das ist der Itembox. Ach, hier, ne? Das war der Tresor. Stimmt. Da müssen wir als nächstes noch hin. Ich wüsste gern, was da gibt. Gib mir das Zeug. Naja, dann los. Wir sind ja schon mal relativ weit gekommen. Hier könnte man noch schauen, ob wir was haben, ne? Schauen wir mal nach. Gesundheit ist vorhanden. Oh nein. Bitte sag mir, dass das so böse ist. Wenn du mir jetzt sagen willst, dass, weil wir gebissen wurden, ist ja eigentlich so, ne? Nein, auf keinen Fall. Da
Da hing erstens ein Arm aus der Decke. Zweitens war da überall Blut. Und drittens geh ich da nicht rein. Der lebt noch. Ja, der stöhnt noch ein bisschen rum. Benutzen. So, fehlt noch einer. Sobald wir den letzten haben, steht er als Zombie auf und greift uns an. Wetten. So, Moment. Neun nach links, 15 nach rechts, links nach 7, 7 links nach links oben. So. Ist das jetzt bis zur Zahl 9 nach links? Oder? Ja, genau. Ich probiere es einfach mal so. Nein. Oder heißt das 9 Felder nach links? So, ich bin immer noch verwirrt von dem. Ach, schon wieder. Ach so. Alles klar. Ja, nice. Ja, nice. Das ist geil. Juhu. Das ist schön, schön, schön. Zwei mehr. Wir wissen ja noch, wo die andere Tasche ist. Die ist ja unten im Waffenschrank. Und da brauchen wir noch. Das ist auch schön. Ach so, warte mal. Wir haben jetzt natürlich den ganzen Schwachsinn mit. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt eine Heilung mit. Unsere ganzen Granaten. Moment. Das würde ich gerne nochmal gucken. Säuregranaten. Schießpulver und hochwertiges Weißes. Das können wir auch machen, ne? Wir haben auf jeden Fall noch einmal das. Das kann dort drüber erstmal. Das behalten wir auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwo? Nein. Schade. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das werden wir noch brauchen. Auf jeden Fall, weil ist ja noch nicht abgehakt. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Und das. Blendgranate weiß ich halt ohne, ne? Ich weiß echt nicht, wozu wir die brauchen können. So, oder? Wir haben das. Zwei Säuregranaten haben wir noch. So. Dann gehen wir jetzt
Ich denke mal. Also mir wäre es lieber, wenn wir oben rum machen. Das heißt so viel wie. Ich weiß nicht. Also ich glaube, es kommt besser, wenn wir hinten rum machen, ne? Dort, wo wir letztens lang sind, wo wir das Vieh gesehen haben am Fenster. Da müssten wir eigentlich weiter. Das Problem ist halt. Ich würde gerne dort. Können auch dort oben rein, ne? Aber ich weiß halt dort echt nicht, wo uns dieses Biest begegnen wird. Und das geht's noch so schnell. Hier drüben haben wir auch noch eine Tür. Ich weiß gar nicht, wo wir da langkommen. Ich glaube, da brauchen wir erst den Hebel für die Wagenheber. Für die Wagenheber, genau. Da brauchen wir die Hebel für den Wagenheber, ne? Die Hebel für die Wagenheber brauchen wir da. Ja, den. Eigentlich den, aber bei mir heißt es die, ne? Kennt ihr ja, Deutsch ist nicht so gut. So, erstmal nochmal speichern. Das Ding hier besteht zur Hälfte aus Speichern und an der anderen Hälfte Angst haben. Aber es müssen doch Waffen hier rumliegen, Leute. Oder den frisst so ein großes Vieh. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Wenn dann auf einmal hier so ein. Na, so ein komisches Vieh oder den du frisst. Aber ich muss ehrlich sagen, ne? Wir kennen ja die Filme, ne? Wir kennen ja das Spiel hier. Also ich kenne nur das Spiel hier und ein paar andere, die ich so gesehen habe. Aber vorwiegend kenne ich die Filme. Wissen wir alles, die Spiele kennt. Auf jeden Fall, was treibt denn die Wissenschaftler an, ein Vieh zu basteln, ne? So eine Mutation. Und zu sagen, yeah! Geil, das mache ich jetzt. Wenn das Vieh freikommt, könntest du uns zwar alle töten und die Menschheit ausrotten, aber das machen wir einfach mal. Warum? Warum mache ich sowas? Nice. Aber die kriegen wir nicht einfach nur umsonst. Die braucht das Zepter. Ich rüste einfach das Ding aus. Vorsichtshalber, weißt du? Ganz ehrlich, das ist mir eine Kurve hier. Okay, da brauchen wir einen Zünder. Weil die Dame da braucht ein Zepter, würde ich sagen. Und ich eine frische Windel. Das ist schon das Gruseligste im ganzen Spiel.
Ah, da sind wir hier. Alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall Kombis für die Dinger hier. Oder bin ich vergiftet? Kann das sein? Ist das möglich, ja? Hm. Man da einfach drauf ballern kann, das ist jetzt die Frage. Auf den C4 ist er einfach drauf schießen. Eigentlich müsste es Globe gehen, oder? Wenn er einfach auf C4 drauf schießt. Gehe ich mal davon aus, dass das Ding in die Luft fliegt. Ich bin gerade ein bisschen entspannt, weil wegen. Ist ja alles Bret hier, erstmal. Außer der Johnny, der rechts hier ist. Mit dem Maul. Blöde Sau. Weißt du, wenn du so richtig viele Rätsel hast, ist das alles gar kein Problem. Da machst du es hinterher noch weg. Sobald das aber anfängt, weniger zu werden, dann steckst du in der Klemme. Das mal hier rein. Geil, ey. Dann haben wir noch unten eine Tasche, da kriegen wir gleich wieder zwei neue Plätze. Da müssen wir aber erstmal die Taste finden. Okay. So, Was haben wir hier? Die Kurbel. Hier haben wir noch den Tresor. Okay. Hier haben wir ein Kombinationsschloss. Der Wagenheber ist hier. Oh, in der Bibliothek ist noch ein Kampfmesser. Ein PC haben wir hier. Schießpulver haben wir hier auch noch. Okay. Hier haben wir ein Kombinationsschloss. Explosive Barrikade. Ich denke mal, da muss man drauf schießen. Weil ich wüsste jetzt nicht wie. Ich wüsste jetzt echt nicht wie man das sonst aufkriegen sollte. Weil wir wollen jetzt überall wo rein können. Ja, wirklich überall jetzt, wo wir hin können, zumindest ohne die Schlüssel. Also müsste es eigentlich per Schuss zum Explodieren gebracht werden können.
Hier hat man dann noch einen Raum. Die Wäschekammer. Da waren wir noch nicht drin. Okay, hier. Sehr schön. Ich denke mal, ich habe ziemlich viel Munition schon verballert. Weil einfach. Ich bin es einfach gewöhnt, auf alles zu ballern und alles niederzustrecken. Wenn das wenigstens so wäre wie im Film, dass du wirklich sagst. Nein. Schade. Weißt du, das sagst du ja. Ein Schuss in den Kopf, dann sterben die. Okay. Von mir aus könnten sie dann nur ein bisschen mehr rumschwanken oder so, keine Ahnung. Aber dass sie wirklich 5-6 Schüsse brauchen, bis die umkippen, das ist wahr. Ich meine, wir haben es ja im Intro-Filmchen da gesehen, hier bei Leon und unserer guten Dame hier. Ich hab vergessen, wie die hier ist schon wieder. Verdammt. Kann ich die kombinieren? Nein. Aber ich kann das kombinieren. Ich stell noch ein bisschen Munition her. Nein. Ist immer unterschiedlich, ne? Mal kriegst du 12, mal kriegst du 15 oder 14 oder so. So, das werden wir brauchen für dort oben. Blendgranaten weiß ich jetzt noch, ne? Behalten wir erstmal. Erste Hilfe, haben wir ein bisschen was. Wir nehmen das Kraut mit. Rüsten wir erstmal aus. So. Schnell noch speichern und dann gehen wir. Wo wollten wir jetzt hin eigentlich? Ach so, wir wollten oben mal auf das C4 spannen. Spannen. Und ich wette mit dir, dort oben ist auch noch so ein. Was auch immer das sein mag. Dieses. Ich weiß, dass das in den Filmen vorkommt, aber das ist schon so ewig her, dass die Resident Evil Filme geguckt habe und außerdem gab es da immer wieder neue gruselige Mutanten. Aber ganz ehrlich, was fällt denn den Leuten ein, so einen Mist zu basteln? Ein normal denkender Mensch würde so ein Vieh nie herstellen, oder? Hörst mich da. Also ich würde es nicht machen. Alter, schön. Nope. Wir müssen die Kombinationsschlösser aufmachen. Weil sonst gibt's ja eigentlich nicht mehr. Sei denn, ich hab was übersehen. Wir gucken einfach nochmal nach. Hier drüben müssen wir irgendwie noch rein. Aber ich weiß nicht wie. Eigentlich hier drüber. Aber da brauchen wir den komischen Hebel da. Dann könnten wir hier oben rein. So, hier ist nichts. Hier haben wir bloß das. Sei denn, wir haben wirklich irgendwo, also ich habe das irgendwo übersehen. Ist natürlich durchaus möglich. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier haben wir nur den Tresor, Wartezimmer-Tresor. Da habe ich aber auch keine Ahnung. Hier ist die Uzi.
brauchen wir irgendeinen USB-Stick. Hier haben wir das. Hier haben wir nochmal einen Kombinationsschluss. Mann. Oder warte mal. Und warum sind eigentlich diese Viecher hier? Die könnten überall sein. Bleiben aber hier im Polizeirevier. Mal hier irgendwas übersehen. Irgendwas übersehen haben. Irgendwas. Wir haben hier einen und unten haben wir glaube ich einen noch. Ah, drüben war ja auch nicht mehr. Da kommen wir auch nirgendwo weiter. Die einzige Tür, die ich jetzt noch kenne, ist dort oben, aber da kommen wir glaube ich auch nicht ran. Weil da Dings ist, weiß ich schon mal. Die Spalte, also der, das eine Loch und auf der anderen Seite hast du halt. Hier ist aber auch nicht weiter eingetragen, nicht? Das kennen wir ja. Oh, hier ist noch Munition. Hier ist keine Tür, die geht nicht auf. Toiletten kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Die haben wir zugemacht, die Fenster. Die sind offen. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein, oder? Oder? Warte mal. Kann es sein, dass dort. Ach ne, die war von hinten verschlossen, ne? Stimmt. Hier waren wir noch gar nicht drin.
hier eine Tür? Das war eine verschlossene Dingstür, ne? Hier war auch nicht weiter. Da haben wir das Dings, da brauchen wir den USB-Stick. So. Hier brauchen wir natürlich einen Schlüssel. Hier haben wir auch alles. Dort oben kommen wir nicht hin. Gehen wir schnell dort rüber und holen uns die Muni. Dann guck ich nochmal unten. Da. Hier bin ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen unsicher, was die diversen Leute angeht. Sehr schön, 42 Schuss, das ist hart. Ist das eigentlich, dass wir irgendwas vergessen haben? Kann es sein? Das Rote. Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen hier vorne. Wir gehen nochmal dorthin zurück. Das könnte natürlich sein, ne? Das ist überall rot. Dass wir da irgendwas nicht entdeckt haben. Draußen ist die Hölle los. Sind wir nicht eigentlich durch die Tür gekommen? Moment. Wir haben doch noch was. Können wir doch mitnehmen. Siehst du, wir brauchen sogar bloß einen Platz. Du kannst dich schön stapeln. Können wir dort ein bisschen die Fenster dicht machen. Das brauchen wir nicht machen. So, da werden die erstmal zu. Was zum Teufel? Alter, die fressen. Einiges. Boah.
kommen die ganzen Penner her. Und willst du es dann mit haben? Oh, du Held. Das war uns wenigstens Muni. Oh, Alter, wir haben ordentlich verballert. Warum hab ich nicht daran gedacht, den Mist mitzunehmen? Zumindest, dass sie dort nicht mehr durchkommen. Das ist schön. So. Das auf jeden Fall mitnehmen. So. Da haben wir auf jeden Fall das. Habe ich vorhin gar nicht gesehen, wo ich da durch bin. Das ist natürlich mies, aber egal. Naja. Auf jeden Fall, ein Fenster müssen wir noch fertig machen und dann. Ja, und dann. Wäre hier unten alles safe. Zumindest auf der Seite. Ist aber nicht unser Bestreben. Wir wollen ja dann. Ich gucke mal aus Prinzip. Ja. Das machen wir alles in der nächsten Folge. Ist schon wieder ziemlich spät. Wow. 39 Minuten. Wow. So lange wollte ich gar nicht. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir dann ja, mit den ganzen Veganern ablenken. Ich hoffe, die kommen nicht alle durch die scheiß Fenster gekrabbelt. Das wäre echt nicht so schön. Gespeichert haben wir. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Ciao.